Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Avoalray, langsam kriege ich es wirklich gut drauf, Avoalray, Sneakersocken für Herren. Sneaker, what's that then? Heißt in Deutsch übersetzt Schleicher. Das ist der US, United States, amerikanische Sammelbegriff für Sportschuhe und bezeichnet Schuhe, die sowohl während sportlicher Betätigung als auch im Alltag getragen werden können. Im Deutschen wird der Begriff Sneaker hingegen meist auf im Alltag getragene sportlich aussehende Schuhe angewandt. Ist also enger gefasst als im amerikanischen Englisch. Im britischen Englisch bezeichnet Sneaker nur ein Turnschuh mit Canvas-Schaft und Gummisohlen. Und Canvas ist wieder auch wird auch Duck genannt. Er wird aus einem starken Garn, dicht und fest gewebten Stoff gemacht. Die Bezeichnung stammt aus dem Englischen und bezieht sich auf das hysterische Segeltuch. Und hier haben wir also Socken, die dann in dem deutschen normalen Begriff für Sportschuhe geeignet ist. Wenn wir das weiterführen, natürlich auch für Privatschuhe, die man nicht im Sport unbedingt trägt. Also eigentlich könnte sie immer tragen. Hier drin sind 3 Paar Sportlaufsocken aus Baumwolle und Cool Max. Yeah. Das sind Quartis Sportsocken, die sind rutschfest und atmungsaktiv für Herren und natürlich auch für Damen. Denn wir sind ja emanzipiert. Cool Max. Diese Avoalray Herrensocken bestehen aus dem feuchtigkeitsabsorbierenden und atmungsaktiven Hightech-Fasergewebe Cool Max. Mit starker Atmungsaktivität und einer guten Feuchtigkeitsregulierung, die in verschiedenen Bereichen der Socken verteilt sind. Die beim Training entstehende Wärme und Feuchtigkeit schnell aufnimmt und die Füße trocken halten kann. Ansammlungen von Bakterien und Blasen können damit verhindert werden. Außerdem wird damit verhindert, Schwitzen und, jetzt gerade, die Ansammlung von Bakterien. Die Bakterien machen ja dann Stoffwechselprodukte. Und was kommt daraus? Stinkende Füße. Nach Käschen. Diese besagte Cool Max Sportsocken können das verhindern oder drücken. Also weit nach hinten schieben. Es sind hochelastische Sportsocken. Der Unterschied zwischen Lycra und traditionellen elastischen Fasern besteht darin, dass Lycra bis zu 500% dehnbarer ist und danach trotzdem in die ursprüngliche Form zurückkehren kann. Diese Avoalray Training Socken mit dem elastischen Faser Lycra ist elastischer und angenehmer zu tragen, wird nicht eingeklemmt und verformt sich nicht leicht. Auch nach mehrmaligen Waschen verliert die Running Söckchen nicht an Elastizität und die sollten auch nicht einlaufen. Und wir haben eine stoßdämpfende und rutschfeste Socke hier. Die Quartis Sportsocken haben ein dickes Frotte-Design. Und an der Fußsohle, wie auf dem Pad, treten und absorbieren effektiv den durch uns ausgelösten Aufprall beim Laufen der Füße auf dem Boden. Neben den Fußsohlen bis zu 6 Pufferzonen in verschiedenen Formen gibt es auch Schutz- und Anti-Verschleißschlaufen auf beiden Seiten der Zehen. Des Spanns und des guten alten Knöchels auch. Im Vergleich zu den üblichen Running-Socken auf dem Markt haben sich mehrere Funktionen, Bereiche und stärker umwickelte Füße dort durchgesetzt. Hier geht man auf die detaillierte, genauere Passform, das heißt, man sagt, die Zehen und der Spann und vor allen Dingen auch der Knöchel, die sollten ein bisschen mehr gepolstert sein. Da packen wir noch ein bisschen mehr von dem besagten Frotte-Design hier rein. Okay? Und sie sind atmungsaktiv. Diese Söcklinchen können wir beim Straßenlauf atmungsaktiver benutzen. Diese Sportlaufsocken haben vergrößerte Belüftungsöffnungen am atmungsaktiven
Gefühl sich dann bereichern, wir uns werden tun möchten. Ist doch klar, oder? Die größeren Belüftungsöffnungen am Spann, der 30% besser belüftet als die normale Baumwolle, und die Mesh-Belüftungsstruktur am besagten Spann sorgt für die Luftdurchlässigkeit, also so ein bisschen Durchzug, damit dort Schweiß und Gerüche abtransportiert werden. Wegen der Luftdurchlässigkeit. Mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Komfort ist das die ideale Laufsocke für unser Training und fürs Straßenjoggen. Und es ist für alle Jahreszeiten gedacht. Die Laufsocke ist sehr geeignet für Profisportler und mittelintensive Sportarten oder natürlich Freizeitbekleidung wie Laufen, Golf, Marathon steht natürlich auch mit am Start, Tennis, Fitness, normales Rumlatschen, alles wird abgeballert. Der linke und der rechte Fuß sind unterschiedlich gestaltet und es gibt sie in den Größenbereich S, M, L und XL. S wäre von 35 bis 38, M von 39 bis 42, L von 43 bis 46, XL von 74 bis, ach Quatsch, 47 bis 50. Und es gibt zwei Farben, weiß oder schwarz. Man kann wählen. Die Länge der umwickelten Knöchels kann uns unsere professionellen Sportschutz dadurch noch verbessern. Avalere begann mit dem Ziel, sportliche Socken zu entwickeln, die allen gefallen. Das Team ist leidenschaftlich bestrebt, das Ultimative in bequemen und professionellen Sportsocken zu entwickeln. Dabei verwenden die fortschrittliche italienische Hochleistungswebstühle und stellen mechanisch Konstruktionsingenieure aus Japan ein, um die Muster zu entwickeln. Sie streben immer danach, jedem uns Kunden bequem und praktische Socken anzubieten. Und das Coolmax ist das Key dahinter. Ski bestimmt auch. Es hat eine feuchtigkeitstransportierende Funktion. Die Zirkelinchen bestehen aus erstaunlichen feuchtigkeitsableitenden Materialien, um die Füße trocken und müffelfrei zu halten. Im Vergleich zu den anderen Kurzsocken sind diese Socken der ideale Partner für den Tag des Trainings oder natürlich für den normalen Alltag. Und Lycra, also Coolmax und Lycra in Kombination. Der Unterschied zwischen Lycra und den normalen Baumwolle ist, dass es sich bis zu 500% mehr dehnen lässt und trotzdem wieder zurückkommt in die ursprüngliche Form. Diese Zirkelinchen sind damit elastischer Faser von Lycra und elastischen Komponenten massiv gut aufgestellt. Und Lycra ist so elastisch, dass es uns dort plastisch weiterhilft. So. Verpackungstechnisch sieht wirklich sehr gut aus. Sind jetzt auch keine Billigsocken, überhaupt nicht. Deshalb hat man auch eine vernünftige, schöne und sich gut anfühlende Verpackung gesetzt. Und es ist auch noch ein Karton, das heißt, es ist kein Plastik. Das ist gut. Wir haben das Ökotex Standard 100 Siegel hinten drauf. Es ist handwaschbar. Nicht über 40 Grad, das heißt, wenn ihr es wascht, dann solltet ihr es nicht über 40 Grad waschen, sagt zumindest der Hersteller. Ich würde aber sagen, 40 Grad sollte das auch schon aushalten. Das müsst ihr dann mal austesten. Wir schauen rein und sehen Söckchen Number One. Hier liegen mir jetzt die weiße und graue Variante vor. Wir haben hier noch ein paar Flyerinchen dabei. Coolmax Core Technology. Dann haben wir Lycra. Beides sind eingetragene Trademarks, wenn ich das sehe. Coolmax und Lycra auch, genau. Dann haben wir hier oben so ein Symbol, das ist, sieht aus wie ein A und ein, ich würde fast sagen, sieht aus wie ein Arm, der nach oben zeigt. Dann haben wir drei nach unten führende Stellen. Dann haben wir ein bisschen andere strukturierte, unterschiedliche Auskleisterung der besagten Latschsohlen. Sehr schön, vernünftig bearbeitet und gefühlmäßig sind wir auch gut am Start. Ne, also fühlen sich gut an. Hier steht sogar ein R drauf, das heißt, der ist für rechts. Dann haben wir hier ein L für links. Und das, was ich hier jetzt habe, haben wir natürlich dann noch zwei weitere Mal. Denn drei Socken sind in dem Set drin, die uns das Training dann oder unsere Leistungsfähigkeit auf ein neues Level bringen. Ohne stinky Füßchen, gut aussehend, natürlich beim Sport unterwegs, denn diese Avalere Sneakersocken für Herren und Damen bringen uns mal wieder richtig
unter Dampf, denn sie transportieren den Dampf, den wir herstellen, durch unsere Transportion schnell und effizient davon. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.